Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Jetzt hätten wir erstmal was Organisatorisches, und zwar ist es so, ich hoffe, es hat jedes Kind eine Karte für seinen Luftballon ausgefüllt. Wenn das nicht der Fall ist und noch eine Karte benötigt wird, dann kommt er jetzt zu mir oder zum Josef Grünbeck, der ist da vorne und hat noch Karten. Dann werden wir das jetzt schnell noch ausfüllen für euch. Dann wäre es sehr wichtig, wenn auch ein Kind eine Karte gekriegt hat, dass die Eltern das Kind auf die Liste eingetragen haben, weil wir haben jetzt ja so Daten rechtsschutzlicher Gründe. Das heißt, wir dürfen nur noch den Vor- und den Nachnamen des Kindes draufschreiben, und deswegen haben wir eine Kontaktliste, wenn jemand gewonnen hat, dass wir den dann benachrichtigen können. Und dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Ja, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder, das ist wirklich schön, dass so viele heute hier nach Wallenfels zum Herrgottswinkel gekommen sind. Aus den 27 Gemeinden unseres Seelsorgebereichs haben sich die Besten hier versammelt. Und wir haben extra blauen Himmel bestellt und Sonnenschein, und es hat geklappt, rechtzeitig geliefert. Sehr schön. Als ich mal eine Trauung gehalten habe in Friesen, habe ich das ganz würdevoll getan. Und dann hatten die so ein Funkmikrofon. Und ich habe halt so geplaudert, wie man das immer so macht. Und plötzlich kam eine Sportübertragung vom Fußballplatz über dieselbe Frequenz. So ähnlich ist Doha. Also schön, dass die Angels heute da sind und uns musikalisch bereichern. Danke für dieses musikalische Geschenk schon im Vorfeld. Ihr werdet euer Können ja noch unter Beweis stellen. Einige haben sich auf den Weg gemacht. Viele waren mit dem Auto unterwegs, manche mit dem Bus, um hierher zu kommen. Das letzte Stück sind einige auch gelaufen, manche sind auch raufgefahren. Auf dem Wort Wallfahrt haben wir sozusagen auf der zweiten Silbe den Schwerpunkt gelegt. Aber wir sind da. Wichtig ist bei allen Wegen, die man geht, dass man ein Ziel im Blick hat und dass man sich auf den Weg macht.
Und wir dürfen spüren, dass wir nicht alleine sind und dass einer dabei ist, der uns versprochen hat, dass er immer dabei ist, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, Jesus Christus. Er hat uns gesagt, dass wir unseren Blick auf Gott richten sollen und dass unser Leben gelingt, wenn wir im Vertrauen auf ihn in die Zukunft schauen. Beginnen wir in Gottes Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Wenn man sich auf den Weg macht, nicht nur die einfachen und kurzen Wege, sondern auch die Lebenswege, die wir ja alle gehen, dann müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen, Wegzweigungen nehmen und uns besinnen, wohin wir wollen und ob das der richtige Weg ist. Und das tun wir mit Mut, ohne Übermut. Wir haben keine Furcht vor dem Wagnis, ohne waghalsig zu sein. Wir gehen unsere Wege mit einer gewissen Leichtigkeit, ohne Leichtfertigkeit. Man muss sich was trauen, sich was zutrauen und letzten Endes sich dem Himmel anvertrauen. Da, wo Himmel und Erde sich berühren, da finden wir das Glück. Und heute könnte das doch hier an diesem Ort sein. Bitten wir den Herrn, dass er uns hilft, uns unterstützt und uns sein Erbarmen schenkt. Wir tun es im Kyrie. Jesus, manchmal bin ich glücklich, weil das Leben einfach schön ist. Das ist wie, wenn Himmel und Erde sich berühren. Das erinnert mich daran, dass du mich lieb hast. Herr, erbarme dich. Jesus, wenn ich traurig bin, ist fast immer jemand für mich da, der mich tröstet. Meine Eltern, Lehrer, Freunde, Oma oder Opa. Dann ist alles wieder viel leichter. Sie zeigen mir so wie du, dass wir füreinander da sein sollten. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Jesus, mein Lebensweg geht immer weiter. Ich spüre, dass ich auf meinem Weg nicht alleine bin. Auch du, Jesus, begleitest mich her. Erbarme mich unser. Herr, erbarme dich. Dort, wo Menschen sich in Liebe begegnen, berühren sich Himmel und Erde. Guter Gott, vergib uns, wenn wir diese Augenblicke in unserem Leben nicht wahrnehmen und schenke uns offene Herzen und Augen für die Menschen um uns, die Natur und deine liebende Nähe. Amen. Es heißt im Psalm 36, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Stroh. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Guter Gott, wir danken dir dafür, dass wir jetzt zur Ruhe kommen dürfen und dass wir darauf vertrauen können, dass du ganz nah bei uns bist. Alles, was uns heute durch den Kopf geht, was uns froh macht oder auch traurig stimmt, ist in deiner Nähe gut aufgehoben. Wenn du da bist, Gott, dann ist das Schöne noch schöner und das Schwere nicht ganz so schwer.
Gott, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir dich und den Himmel auf Erden finden können. Das ist gar nicht so leicht, denn wir suchen dich ja viel zu oft am Horizont oder gar hinter den Sternen. Wir bitten dich, gib uns gute Gedanken und Ideen, wie wir dich auf unserem Weg hier auf der Erde finden und treffen können. Und überrasche uns immer wieder in unserem Leben mit deinem Himmel auf Erden. Das bitten wir dich, Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Aus dem Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt, und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Meister, hier ist gut sein. Die Freunde von Jesus, die mit ihm auf den Berg Tabor gestiegen sind, die konnten ihr Glück kaum fassen. Endlich
hatten sie seinen Lichtblick. Endlich hatten sie Gewissheit. Die Stimme aus der Wolke spricht zu ihnen und sie spüren, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Hoffnung, die wir auf Jesus setzen, unser Glaube an ihn, hat plötzlich Fundament und wir sind nicht auf dem Holzweg. Und deshalb wollen sie den Moment festhalten. Hier ist gut sein und sie wollen sich niederlassen, am besten 3 Hütten bauen für Elia, für Mose und für Jesus. Und sie haben gespürt, da finde ich meine Heimat, da will ich sein, da habe ich Zukunft, da kann ich neue Hoffnung schöpfen. Lichtblicke im Leben, Lichtblicke des Glaubens suchen wir immer wieder in unseren Gemeinden, in unserem ganz persönlichen Leben und wenn wir auf die ganze Welt schauen, dann natürlich auch in der Geschichte unserer Welt. Und wir stellen halt immer wieder fest, es gibt auch Zeiten, wo es schwer ist, wo man diese Gewissheit nicht hat, wo der Zweifel überwiegt und wo man spürt, irgendwie bin ich auf mich allein gestellt. Sowas passiert auch in unseren Gemeinden und auch im persönlichen Glaubensleben. Umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder erkennen, dass wir da nicht alleine sind, dass wir eigentlich alle in einem Boot sitzen und dass wir, die wir uns ja wirklich sehr engagieren in unseren Gemeinden, dass wir dazu beitragen können, solche Lichtblicke zu ermöglichen. Unsere Sternwanderung hier zum Herrgottswinkel kann so ein Lichtblick sein und so ein stärkendes Element, dass wir nicht jeden Tag eine Gewissheit haben und diese Stimme von Himmel her hören, das gehört zu unserer menschlichen Existenz dazu. Dass wir aber auch auf einem festen Fundament unser Leben bauen, nämlich auf dem Vertrauen in einen guten, barmherzigen und gütigen Gott, der seinen Sohn in die Welt sendet, damit er uns die frohe und befreiende Botschaft bringt, der uns Mut macht, immer wieder neu anzufangen und der uns Gott zeigt als barmherzigen und guten Vater. Das dürfen wir auch immer wieder erfahren. Ich wünsche euch, dass das immer wieder geschieht, dass wir auf den Höhepunkten, auf den Bergen unseres Lebens spüren, Gott ist da. Dass wir aus der Überzeugung heraus unseren Dienst tun und mutig Zeugnis ablegen von der Botschaft der Freude. Und dazu wünsche ich uns allen alles Gute und Gottes reichen Segen. Amen. Thank you.
Gott selbst wird bei uns sein. Wo wir Gottes Liebe spüren, da berühren sich Himmel und Erde. Und deshalb kommen wir auch heute mit unseren Anliegen, Gebeten und Bitten. Guter Gott, berühre uns mit deiner Liebe, wenn wir streiten, damit wir in Frieden miteinander leben können. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, berühre uns mit deiner Liebe, wenn wir traurig sind, damit wir die Freude am Leben immer wieder neu entdecken können. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, berühre uns mit deiner Liebe, wenn wir krank und schwach sind, damit wir die Hoffnung und die Kraft zum Leben nicht verlieren. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, berühre uns mit deiner Liebe, wenn wir die Natur und unsere Lebenswelt betrachten, damit wir staunen können und über das Wunderwerk deiner Schöpfung. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, berühre uns mit deiner Liebe, wenn wir arbeiten, lernen und leben, damit wir uns einsetzen für ein gutes Miteinander und ein Leben auf dieser Welt, das von deiner Liebe erzählt. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du hörst immer wieder, was wir brauchen, und du erhörst unsere Gebeten. Du bist für uns da, dafür loben und preisen wir dich heute und in Ewigkeit. Amen. All unsere Anliegen, Gebete und Bitten nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sehnen uns nach Frieden, und Friede ist uns auch verheißen von unserem Herrn Jesus Christus. Wir spüren aber auch, dass es immer wieder Streit und Ärger gibt. Nicht immer, aber immer wieder sind auch wir selbst schuld daran. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Fehler und Schwächen, schau nicht auf unsere Sünde und auf unsere Schuld, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen dieses Friedens und der Versöhnung. Der Friede sei mit dir. Der Friede sei mit dir. Der Friede sei mit dir, Herr. Alles Gute. Let it shine.
Öffne meine Augen, Gott, deine Herrlichkeit in der Vielfalt von Pflanzen und Blumen zu sehen. Öffne meine Augen, meine Ohren, Gott, deine Stimme im Vogelgesang und im Rauschen der Blätter zu hören. Öffne mein Herz, Gott, deine Liebe in der Fülle von Früchten und Samen zu erahnen. Öffne meine Hände, Gott, deine Schöpfung zu pflegen und zu bewahren. Öffne mein Leben, Gott, und mach mich fähig, dich in allem zu erkennen. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder, vor kurzem hat mir jemand gesagt, Herr Pfarrer, mir kommen fei gern zum Beten, aber Sie müssen schon verstehen, mir müssen auch was essen und trinken. Ich glaube, dass der Sinn hinter dieser Botschaft war, dass Gebetszeiten sehr wertgeschätzt werden, aber dass sie auch eine gewisse Länge nicht überschreiten sollten. Ich vermute es zumindest. An diesem schönen Ort haben wir gebetet und gesungen. Wir dürfen uns beschenkt wissen von Gott und wir dürfen auch spüren, es gibt sie, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und wir wollen jetzt natürlich noch ein bisschen hier zusammenbleiben, miteinander in Austausch kommen, auch essen und trinken. Und vorher, da gibt es ja noch den Luftballonwettbewerb. Ich will an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen fürs Mitbeten, fürs Mitsingen. Ich freue mich, dass aus unserem Pastoralteam auch einige da sind. Allen voran unser stellvertretender leitender Pfarrer, Pfarrer Richard Reis. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und der Pastoralreferent Josef Grünbeck und Gemeindereferent Andreas Roderer, stellvertretend für alle, die wir hier in unserem Pastoralteam aktiv sind. Vergelt's Gott denen, die vorbereitet haben. Da war es eine Vorbereitungsgruppe, sehr engagiert und motiviert. Ich habe mich da immer ein wenig zurückgehalten, weil die hatten so viele Ideen und so, und da wollte ich die einfach machen lassen. Vergelt's Gott dafür. Schön, dass die beiden Vorsitzenden unseres Seelsorgebereichsrates da sind, die Anne Neubauer und die Claudia Käferlein-Scharbel. Der Jan Riegel, der vorher Gemeinderatsvorsitzende hier von Wallenfels, ist ja der stellvertretende Vorsitzende des Seelsorgebereichsrates. Man wächst mit seinen Aufgaben und man bekommt immer mehr Titel. Unser Gesamtkirchenpfleger ist auch bei uns, der Kirchenpfleger von Steinwiesen, Steffen Bayer, und der Michael Schütz, der unser Vertreter im Diözesanrat ist, war auch ganz aktiv in der Vorbereitung mit drin. Und natürlich alle Wallenfelserinnen und Wallenfelser, die im Pfarrgemeinderat aktiv sind, allen voran die Eva, die sich hier wirklich reingehängt hat. Die Eva hatte auch jetzt so einen Wunsch an die Kinder, die hier sind. Die dürfen mit ihren Karten, die sie haben, mal zur Eva kommen. Die kennen ja alle, die steht da vorne. Genau. Ich weiß schon, aber da habe ich detaillierte Informationen bekommen, was ich sagen muss. Also bloß, ihr dürft schon da bleiben. Und das darf man ja nicht unterschätzen, ne? Das Management vom Herrgottswinkel. Also, die uns bewirten und die alles so liebevoll vorbereitet haben und die uns erlaubt haben, dass wir hier sein dürfen, auch denen vergelt's Gott. Zusammen mit unseren Musikern, für alle können wir mal zusammen klatschen, oder? Tja, nicht zu vergessen natürlich Oskar und Kilian, die Seifenblasen beauftragten.
Wir hören ein Lied und dann geht's weiter mit dieser Luftballonaktion. Auch, warte mal, bevor ihr singt, wollen wir ja noch um den Segen bitten. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott, der uns Menschen immer nahe ist, der uns hilft, der uns begleitet und der uns unterstützt, der uns Zukunft voraussagt und der uns immer wieder neue Hoffnung schenkt, er schenke euch Segen. Und so segne und behüte euch der allmächtige und der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Bleibt hier und seid friedlich. Dank sei Gott dem Herrn. Thank you.
So, jetzt bitte ich die Angels zu mir, die kriegen auch noch ihre Luftballons. Und wie viele Große brauchen noch Luftballons? So, jetzt die Angels, wo noch keinen Luftballon haben und ihr Karte abgegeben haben, die kommen jetzt mal ins Hallgottswinkelhaus. Ich bitte jetzt alle Kinder mit ihrer Luftballons bitte zu mir so in die Mitte zu kommen. Also die meisten stehen ja schon da. Genau. Erich, einschalten. Und erst loslassen, wenn ich sage loslassen. Noch festhalten bitte. Noch festhalten. So, und jetzt dürft ihr eure Wünsche in den Himmel schicken und dann hoffen wir, dass sie ganz, ganz weit fliegen. Und dass die Wünsche ganz, ganz weit fliegen.